Ja, auf Seite 42. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Planet 3. Ich habe es endlich geschafft, wieder hierher zu spielen. Mir ist der Spielstand zweimal, naja, abhanden gekommen. Das eine Mal dachte ich halt, gut, speicherst es in der Steam Cloud, aber das hat auch nicht geklappt. Naja, und jetzt spiele ich das Ganze halt nochmal. Beziehungsweise, ich habe es ja nur bis hierhin gespielt. Eigentlich ein Stück weiter, aber irgendwie habe ich den Spielstand vermurkst. Und dann war er irgendwie weg. Achso, weil ich den Rechner neu gemacht habe. Spring. Ja, und dann habe ich nochmal neu gemacht. Dachte, es wird in der Steam Cloud gespeichert, aber war nix. Und jetzt gucken wir mal. So kommt es mir fast vor wie ein, so ein 3D-Adventure. Ach, das ist ja die T-Energie, die wir hier haben. Ach so. Ich dachte, es passiert noch was und der guckt. Aber ich kann mich bewegen. Bisschen leiser, finde ich. Ich muss mal kurz in die Audio. So. Wow, warum ist denn das so leise? Guck das mal im Dialog ein bisschen höher. So und so. Oh, das ist aber laut. Also für mich zumindest, aber ich kann es ja leiser machen. Ich lasse das mal so. So. Ich weiß gar nicht, warum ich das so weit runtergestellt habe. Aber ich kann es im Nachhinein noch ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, das klappt und ich muss nicht wieder alles von vorn machen. Denn hier kann man nicht anständig speichern. Das ist das Einzige, was mich an dem Spiel stört. Ansonsten finde ich es eigentlich ziemlich cool bis jetzt. Immer noch. Und hier drauf? Nein, der Fuß schwebt. Also die ernten hier T-Energie in ganz großem Stil. Und wir krebeln da immer noch so ein bisschen rum. Ich weiß gar nicht, wie das hier die Leute von ihm hier machen. Die machen das nicht in so großem Stil. Ist ja anscheinend hier eine richtige Mine. Wird dann ein Vorkommen. Ah, es hackt ab und zu mal ein bisschen. Oh, die haben es nicht mitbekommen. Sehr schön. Richtige Stadt hier unten. Oh, der kommt zurück. Ich weiß gar nicht, ob der was macht, ob der uns überhaupt sehen kann. Muss ich da lang? Nee, ne. Mich. Hä? Nee, ich will hier lang. Also nach unseren Schätzungen. Wir haben zweimal nachgemessen und die Werte bestehen. Müssen wir die nächste Überprüfung zur Sicherheit nächste Woche machen? Das ist wirklich seltsam. Wo fängt die Veränderung an? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Habe ich gerade nachgesehen. Sehen Sie, in die Kurve hat vor etwa 13 Tagen einen Knick bekommen. Und das passt zu keiner Autorisierungsanfrage für Maschinen, die wir im Archiv haben. Also haben wir ein Leck. Dafür gibt es keine Anzeichen, nein. Die Energie dieses Reinheitsgrads kann nicht verdunsten. Wir hätten hier also eine Riesensauerei. Kein Leck. Dann war es Diebstahl. Aber wie? Vielleicht ist es einfach abgehauen. Was ich interessant finde ist, oder was ich mich frage... Nein! Okay. Taka. Das hat er nicht gesagt. Nevek. Ein V.
finsterer Tag. Der Geist unseres größten Feindes sucht uns heim. Ein Dieb, der uns den Lebenssaft stehlen will. Du hättest nicht kommen sollen. Hast du geglaubt, wir vergessen alles? Halt! Bitte, Vater, nicht! Mira, was weißt du denn über diesen Dieb? Verzeih mir, Vater. Er war es nicht, sondern ich. Ich musste ihn heilen. Ich habe ihn beobachtet. Er ist ein guter Mann. Er wird nicht zulassen, dass uns etwas geschieht. Nur, dass du mir vertraust. Mira verteidigt dich. Sie ist jung. Aber nicht dumm. Unser Volk hat einen hohen Preis für deine Rettung bezahlt. Den wirst du zurückzahlen. Mhm. Ich habe ihn dazu gebracht, dich nicht zu töten. Ja, habe ich mitgekriegt. Er gehörte zur ersten Kolonie. Mein Vater und alle Ältesten. Nevek hat sie hier zurückgelassen. 40 Jahre harter Winter haben seinen Hass nur wachsen lassen. Kommt doch mit. Wir können euch helfen, den Planeten zu verlassen. Mit der Zeit lässt er sich vielleicht umstimmen. Aber begleiche erst deine Schuld. Kein Problem. Hab einen Tank voll mit T-Energie. Das reicht nicht. Was du da hast, ist nicht rein genug, um das zu ersetzen, was ich gebraucht habe. Doch du kannst deine Schuld mit deinem Baumech begleichen. Zeig mir nur, wo es lang geht. Der arbeitet auch für jeden. So. Immerhin haben die mich nicht nur mit meiner Pistole aus dem Lager geschmissen. Mal sehen, was das Ding hier kann. Ist halt eine Armbrust, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich angefangen hatte. Ja, dass die nicht wissen, dass hier so eine riesen, so viele Leute sind, dass da eine ganze Stadt lebt. Und so schlecht scheint es denen ja gar nicht zu gehen. Also, was meckern sie? Außerdem wollte ich vielleicht gar nicht gerettet werden. Das war alles ihre Schuld. Z Zoom drücken? Warum ist das auf Z? Wer benutzt ein Z? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, bis hierhin hatte ich das letzte Mal gespielt, bevor ich meinen Spielstand vermurkst hatte. Und viel weiter weiß ich gar nicht. Ist auch schon wieder ewig her. Und der Saft ist weg. Ein Generator kann nicht weit sein. Ja, irgendwie. Ich habe was gehört. Da! Zack! Oh! Nett! Ach, der schießt gleich drei ab. Und ich kann ranzoomen. Ist ja okay. Das ist cool, hey. Und wo? Ach, da. Ich wechsle mal die Position. Ach so, der lädt nach jedem. Danach lädt mal auf. Nach. Ah, das wird bestimmt nichts. Obwohl, das geht recht schnell. Denn dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Alles okay zu sein. Nice. Oh, und jetzt? Ich muss mal gucken. Ach, Pistole hab ich immer noch. Spawner. Geht hier runter? Nee, der kann bestimmt wieder nicht schwimmen. Ach so, aber ich muss wohl dahin wieder. Hä? Warte, das ist ein neuer. Aber im Ernst, so schlecht ging es denen doch gar nicht. Also so sah es halt aus.
Wann geht jetzt Strom ins Wasser? Nö. Alles bereit. Hä, wofür? Sprecht mit mir. Ich nehme mal wieder die. Jetzt sind meine ganzen Waffen weg, ey. Achso, hier geht's eh nicht lang. Aber dass der sich auch nicht so gewehrt hat, also zu sein, ich meine jetzt nicht körperlich, aber zu den Vorwürfen, ich meine, da kommt einer an und sagt, oh, Dieb, die haben uns gefunden, die wollen uns töten, oder, na gut, das hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber ich meine, da hätte ich dann schon gesagt, ja, oh, nee, stimmt nicht, was laberst denn du? Also vielleicht ein bisschen schöner formuliert. Super. Alles ein bisschen langsam. Na komm. Ah, ist schon kaputt. Oha. Oh, die Musik, die ist ja, grauenhaft. Das ist ja verrückt. Ja, warte, ich muss es doch mal ein bisschen leiser machen, also ein bisschen anders. Das ist okay, Musik muss mal ein Stück runter. Ich will dann mehr so von dem Zeugs hören. Ah, ich glaube, das hat viel gemacht. Gertie, ich bin froh, dich zu sehen. Dann bringen wir dich mal wieder auf die Beine. Das Ding heißt Gertie. Gertie. Oh. Sehr gut. Repariere dein. Den Mech, nicht dein Mech. Hab ich mich selbst getötet. Fängt ja gut an. Nach 12 Minuten erstmal gestorben. Gute Spieler sollten versuchen, Akriden-Granaten ins Maul zu werfen. Achso, Akriden-Granaten ins Maul zu werfen. Oh, nein! Nein! Habe ich... falschen Knopf gedrückt. Und damit hat er das Spiel minimiert und dadurch auch die Aufnahme beendet. Muss mal gucken, wie ich das zusammenschneide. Ja. Achso, Mensch. Hätte ich ja hier ewig rumhängen können. Ihr müsst mal weg da. Ja, ist ein bisschen gefährlicher als die Schrotflinte. Die Schrotflinte macht nur meinem Gegenüber Schaden und nicht mir selbst noch, wenn es explodiert. Bis es explodiert. Hallo, jetzt. 24.000 und das reicht nicht. Muss man doch bestimmt ein bisschen raffinieren. Das ist... reiner wird. Ha, dass es zum reiner wird. Da komme ich nicht ran. Schade. Wobei der ja nach dem Sturz tüchtig kaputt sein müsste. Okay. Das sollte reichen, damit du wieder laufen kannst. Probieren wir es aus. Okay. Ich mal kurz, das habe ich letztens schon nicht so ganz geschnaggelt. 1, 2, 3, Valkyrie, eine Waffe, die drei Bolzen in dreier Formation schießt. Die Bolzen explodieren beim Aufprall. Granaten, Waffenslot 1, achso, Waffenslot 2. Ja, mache ich so Sturmgewehr und das Ding. Ich denke, das ist in Ordnung. Das ist alles ziemlich moderat. Hat einen höheren Schaden als das. Die Feuerrate ist etwas niedriger. Präzision. Hm. Hochgeschwindigkeit sein. Aber... V.
Fand ich jetzt nicht so toll, gerade weil es halt auch nur immer Feuerstöße geschossen hat. Ich lasse es so erstmal, mal gucken, wie wir damit zurechtkommen. Und da sind wir wieder in unserem schönen, gemütlichen Mech. Mit der Wackelpuppe da. Kann ich die schon? Ja, ich kann mich schon eingreifen. Ja. Was kann ich mit der 5 machen? Ach, da kann ich das Ding wegschießen. Ist ja witzig, aber nützt mir jetzt nicht so viel. Test 1, 2, 3. Funkcheck. Coronis, Jim hier, bitte komm. Jim Payton hier, zurück von den Toten. Kommen. Muss außer Reichweite sein. Jim, du hast dein Mech repariert. Ah, hallo, du hast ja Funk und, ja, der Mech kommt schon durch. Gut, du brauchst das hier für deine Aufgabe. Mein Volk leidet unter einer Seuche. Wir haben im Lager das Wattling-Fieber. Unsere Heiltechniken sind ihm nicht gewachsen. Wattling? Ich weiß noch, dass ich mich vor dem Flug hab impfen lassen. Es ist seit Jahren heilbar. Wenn wir nur Medikamente hätten. Da ist ein verirrter Container voller Medikamente in Pickett's Folly. Aber da kommen wir nicht hin. Wenn du diese Kapsel öffnen könntest, würde das Leben retten. Du brauchst die Winde deines Mechs, um in jenen Bereich zu kommen. Wieso bist du dir so sicher, dass ich dir überhaupt helfe? Ich habe dich beobachtet und dir zugehört. Jim Payton ist ein Mann, der seine Schulden begleicht. Du hast deinen Kameraden gerettet, den Franzosen am Tag, als du angekommen bist. Vielleicht nicht gerade die beste Entscheidung. Außerdem haben wir, was du brauchst. Deine Leute wollen sich die Energie dieses Planeten wie wir zunutze machen. Ich hoffe, wir können euch bald helfen. Doch erst muss noch vieles verheilen. Beweise dich heute meinem Vater. Das könnte ein Anfang sein. Naja, vor allem, weil es ja alles beides Kolonisten sind. Ich meine eigentlich so, die sagt so, ja, meine Leute, deine Leute. Ist nur eigentlich beides dieselben Leute. Oder nicht? Oder verwechsel ich da was? Die hat uns also belauscht. Und bespannert. Wenn der Jim nicht eine Frau hätte, würde ich sagen, zwischen denen wird noch, läuft noch was, aber hat er eine Frau. Oh, sieh mal an. Ist das ein See aus T-Energie? Oh, nein. Das ist Lava. Ein Lavasee. Ja, das ergibt Sinn. Ach ja. Aber in einem Eisplaneten? Auf dem Eisplaneten? Lavasee? Oh, die machen ja aber Schaden, du. Du. Ja, das ging wohl daneben. Tschüss. Ist noch voll. Ich nehme das hier. Ja, es macht schon nicht so viel Schaden. Hier lang. Aber ja, ich meine, warum verlassen sie nicht einfach alle diesen blöden Planeten? Gut, die haben sich da jetzt was aufgebaut, aber was soll's? Ist halt ein scheiß Planet, ne? Was ist jetzt mal hier? Jetzt. Da war da noch einer, oder? War da nicht noch einer? Hier ist was. Bestimmt Komponenten. Spezialkomponente, habe ich doch gesagt. Gewusst. Ich habe auch keine Karte mehr. Ach so.